will make Slava great again. We will make Schlager great again. Herzlich willkommen bei Make Schlager Great Again. Die erste Show im neuen Jahr nach 3 Wochen Pause. Endlich sind wir wieder da. An meiner Seite ist der bezaubernde Herr Kaiser. Da muss ich kurz überlegen, es ist zu viele Wochen her. Und ich bin der Vogel. Ja. Guten Abend, Herr Kaiser. Ja, schönen guten Abend, Herr Vogel, wie man ja auch in Fachkreisen sagt. Herr Vogel, wie war so Ihr Weihnachtszeit? Wie war Silvester? Was haben Sie gemacht? Ihr soffen und rumgehurt wahrscheinlich? Ja, rumgehurt nicht, definitiv nicht, das habe ich nicht nötig. Generell zu viel fressen, zu viel Alkohol. Ich mache jetzt eine Diät, Punkt. Okay. Ne? Und Intervallfasten oder was heißt das dann bei Ihnen? Und Intervallfasten plus auch noch, also die Kalorien zählen. Und ich möchte jetzt hier, das möchte ich gerne in die Öffentlichkeit bringen, weil das bringt mir so ein bisschen Druck, sagen, ich möchte bis Mai 20 Kilo abnehmen. Oh. Und da möchte ich vom Publikum immer wieder gefragt werden per E-Mail, redaktion@schlagerfieber.de. Klappt das denn schon? Zeig mal ein Screenshot von der Waage, zeig mal ein Bild von dir, damit ich den Druck spüre. Nicht zu versagen. Aber sieht man bei Ihnen, also würde man da was 20, sieht man bei Ihnen? Würde man bei Ihnen 20 Kilo überhaupt sehen? Ich meine, wenn man jetzt 70 Kilo wiegt, dann geht man auch 50 runter, das wird man schon sehen, dann ist man ein Strich in der Landschaft. Aber jetzt würde man bei Ihnen das überhaupt merken? Also, ich wieg doch keine 200 Kilo, dass das sie auffällt. Als ich das letzte Mal gesehen habe, war das so 200 Kilo knapp. 190, 95. Boah, dass das neue Jahr so losgeht, da habe ich auch wieder gar keinen Bock drauf. Es ist 2022, die Corona-Pandemie geht zu Ende. Wir liegen uns alle in den Armen, fast, wenn Omikron mal durch ist. Und das ist ja fast quasi schon durch. Und dann fangen Sie wieder mit diesen Spitzfindigkeiten. Herr Vogel, Sie sind eine fette Sau. Sie wiegen über 200 Kilo. Was bringen bei Ihnen 20 Kilo abnehmen? Ja, das ist ja lächerlich. Das war eine Frage. Ja, was implementiert das denn wieder? Also das ist doch, nein, selbstverständlich. Suggeriert, würde ich implementiert. Selbstverständlich wird, ach, fick dich. Entschuldigung. Wollen wir rausschneiden. Nein, ich wollte sagen, Vogel wollte ich sagen. Nee, aber natürlich sieht man mir 20 Kilo weniger, vollkommen klar. Bis Mai 2022. Ja, es ist ja bald. Ne? Also ich will mir keine Hintertür schaffen. Gut, dieses Jahr wird alles anders, Herr Vogel. Dieses Jahr wird alles anders. Wir starten alles dünner. Jahr, ja, auch. Wir starten aber dieses Jahr richtig durch mit Make Schlager Great Again. Dieses Jahr ist wirklich das Jahr, wo wir uns vorgenommen haben, wir werden die meisten und die besten Gäste dieses Jahr haben. Gäste, die wir noch nie hatten. Ja, wirklich. Wir werden Gäste einer Qualität hier haben und Quantität, also beides, sehr viele und sehr tolle Gäste, quasi wöchentlich ein neuer Gast, mehr oder weniger. Ja. Wir werden die Themen, die den deutschen Schlager bewegt, bis ins Detail analysieren, interpretieren. Mhm. Es wird wissenschaftlich, es wird lustig, es wird gut, es wird durch das Jahr überhaupt mehr Schlager ergänzen. Es wird auf jeden Fall lohnt es sich, dran zu bleiben. Wir wollen das neue Jahr beginnen heute mit einer Folge. Wir haben das letzte Mal angekündigt. Wir wollen zurückblicken auf das Jahr 2021. Wir wollen wirklich mal jetzt heute wir sind sehr auch oberflächlich. Wir starten oberflächlich. Wir sind immer oberflächlich. Wir starten oberflächlich. Nein, wir und sind am immer Ende des Jahres sind wir dann wirklich deep drinne, da geht's nur um die inneren Werte. Wir starten heute mit den hübschesten Schlagersängerinnen 2021, um dann am Ende des Jahres bei den Schlagersängerinnen zu sein mit den größten, schönsten, besten inneren Werten. Und dann gucken wir mal, ob das die gleichen sind oder nicht. Da bin ich sehr gespannt. Dann präsentiert einfach jeder von uns die Top 3. Ja, wir fangen aber abwechselnd Top 3, Sie und Top 3. Ich verstehe schon. Und dann gucken wir nachher, ob wir uns da auf eine Nummer 1 einigen können vielleicht. Vielleicht ist es sogar die gleiche Nummer 1.
Ne? Wir fangen mal an mit Nummer 3. Nummer 3 ist, soll ich anfangen? Ja, fangst du an. Du hast es in Ordnung. Nummer 3 ist bei mir Helene Fischer. Um Gottes Willen, als hätten wir uns abgesprochen. Ja, aber machen Sie. Ja, ist ja auch klar. Nee, Helene Fischer darf in so einer Auflistung nicht fehlen. Sie ist tatsächlich fantastisch aussehend. Sie ist top in Form. Das wird auch nach der Geburt ihres Mädchens. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite aus, ganz klar. Thematisieren wir aber einfach heute nicht. Haben wir genug thematisiert. Aber ich glaube, das ist, also das ist selbst durch. Der Bäckerblume in der Taz, überall wird das thematisiert. Ich glaube, das interessiert keinen mehr. Nee. Wir sagen wirklich herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns für die Familie Fischer-Seitel, aber jetzt lassen wir es auch gut sein. Jetzt werden die Nächte lang für Frau Fischer. Das Frau Fischer, könnte sich ja auch auf ihr Aussehen dann widerspiegeln. Ist sie vielleicht, ja weiß man nicht. Ich glaube, die ist zu diszipliniert. Also ich bin mir ziemlich sicher, die hat im April den nächsten Auftritt, die wird bis dahin wieder top sein, die ist körperlich topfit, die hat ein Top-Aussehen, ist ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste, ist jetzt nicht mehr Anfang 20, sondern vorsichtig. Aber 20 Kilo bis Mai will sie abnehmen, habe ich gehört. Ja, wir machen dann zusammen die Challenge. Also für mich vielleicht für einige eine Überraschung, dass es nicht weiter vorne gelangt hat, aber für mich trotzdem ein guter Platz 3 für Helene Fischer. Ich finde auch Platz 3 Helene Fischer tatsächlich. Und dann sind wir, glaube ich, heute, ich sehe das schon, dass wir da relativ ähnlich sind. Sie sieht natürlich top aus. Sie ist aber, sie kann sehr, sehr klassisch schön aussehen. Ne? Sie trägt sehr, sehr gerne auch hübsche Kleider. Sie hat dieses leicht angehauchte ostslawische Gesichtszüge auch. Nee, ja. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Sieht dadurch halt sehr edel aus, ein bisschen erhabener aus als der Durchschnittsbauer in Deutschland, sage ich jetzt einfach mal. Ohne das despektierlich zu meinen, auch Bauern. Nein. Sieht halt wirklich sehr, sehr gut aus. Sie ist ja auch, wie alt ist sie jetzt? Sie ist auch so Mitte 30 inzwischen, ne? Ja, so die Ecke, ja. Mitte Ende fast schon. Will so. Sich googeln, ja. Ne, genau. Aber man sieht ihr, sie ist zeitlos schön, einfach Helene Fischer. Innere Werte machen wir ja heute nicht, aber jetzt rein optisch gesehen auf jeden Fall Platz 3. Auf jeden Fall Platz 3. Ja, da sind wir uns da ja schon mal einig. Soll ich Platz 2 machen? Wollen wir uns abwechseln? Mach ich mal Platz 2 und mach Platz 1 dann. Genau, damit nicht jeder denkt, sie sprechen mir nach. Ne? Nee, also von daher ist alles in Ordnung. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Platz 2 ist für mich ganz klar Vanessa Mai. Mai ist, so ein bisschen die Slutty-Schönheit. Also wo man jetzt nicht sagen würde, diese klassische Frau, die immer schön, sag ich mal, ins Casino, so James Bond-mäßig, so in einem Abendkleid, tief ausgeschnittenes Dekolleté, ins Casino einmarschiert und dann so ein Bond-Girl ist. Nee, sie ist eher so, sag ich mal, so ein bisschen Hotpants, kurzes Röckchen, bauchfrei hier, bauchfrei da, so ein bisschen für die jüngere Zielgruppe, so ein bisschen mehr die TikTok-Generation, ein bisschen mehr slutty, aber jetzt nicht im positiven Sinne halt. Jetzt sehr, sehr hübsch anzusehen. Natürlich. Und singen, weiß ich nicht, wie gut sie singen kann, aber zumindest äußerlich, glaube ich, auch sehr diszipliniert. Sie tut sehr, sehr viel für ihren Körper. Und auf jeden Fall für mich eine Nummer 2. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen ihren Erfolg aus, dass sie auch mit Sido und den ganzen Rappern und so weiter macht. Weil da sucht man ja auch gerne diesen Typ Frau, der einfach jung ist, gut aussehendes Haut zeigt und gut tanzen kann, bis sich gut bewegen kann. Ne? Ja, auf jeden Fall eine gute. Da tatsächlich sind wir nicht einer Meinung, was Platz 2 angeht. Ich will nicht spoilern, aber Vanessa Mai kommt bei mir gar nicht vor. Gar nicht spoilern, habe ich mir gedacht. Kommt gar nicht mehr. Ja, das ist nicht so mein Fall. Aber ich stimme Ihnen zu. Trotzdem ist schon ein schönes Mädchen, die Frau Mai. Schöne Frau. Schön. Ja, Mädchen ist wieder, ja, sagen wir Frau, genau. Nee, bei mir ist auf Platz 2 tatsächlich Beatrice Egli. Aber ist das der Schweiz, ne? Wissen Sie. Ja gut, aber das ist ja quasi deutsch. Ah, okay. Ja, Helene Fischer ist ja Russin. Nee, es war ja auch allgemein, aber ich dachte, ja. Aber gut, okay. Also ich sag mal so, wir reden über die weiblichen Stars des deutschen Schlagers. Ja, ich glaube, da darf man Beatrice des deutschsprachigen Schlagers, genau. Da kann man, glaube ich, Beatrice Egli auch mit dazu rechnen. Punkt 1, super erfolgreich. Ich glaube, damit können wir drüber reden. 2021 ist das erste Mal Nummer 1 in den deutschen Albumcharts. Die andere Sache ist, vielleicht nicht körperlich so glatt, das kann jetzt zweideutig, aber ich sag's trotzdem, so glatt geleckt wie Vanessa Mai. Nee, das ist sie nicht. Das ist sie nicht. Nein, aber trotzdem finde ich, hat sie einen tollen Körper. Ja. Und was bei ihr halt, das sind keine inneren Werte, aber das ist so diese Natürlichkeit. Ich finde, sie wirkt
verdammt natürlich in allem, was sie tut. Aber diese Natürlichkeit ist ja nicht, was wir hier bewerten, oder? Ich finde einfach eine natürliche Optik einfach. Also sie wirkt nicht abgehoben, sie wirkt irgendwie wie eine von uns. Mhm. Also wenn ich jetzt eine Frau wäre, natürlich bin ich ja quasi nicht. Aber vielleicht, wenn ich 20 Kilo weniger habe, das ist dann eine andere Sache. Und sie strahlt irgendwie sowas aus, was mich so ein bisschen anfixt, muss ich sagen. Mhm. Und natürlich trotzdem einen tollen Körper. Natürlich. Tolle Haut, schöne Haare, ja. Auch wandlungsfähig, das hat sie auch bewiesen. Rockoutfit, mal ein knappes Outfit, mal ein Abendkleid, das kann sie alles. Einmal im Monat tatsächlich eine Schlammkur auf der Alm, auf der Hüttenalm, eine Schlammkur, weil sie gerade sagten, tolle Haut. Da habe ich einen sehr interessanten Bericht über sie gesehen, dass sie wirklich, da gibt es so irgendwo in der Schweiz, gibt es so ein ganz bestimmtes Mineral, was dann irgendwie so angereichert wird mit Erde und das trägt sie sich auf. Und das ist auch so ein bisschen das Geheimnis ihrer auch ewigen Jugend, ne? Ewige Jugend muss man sehen, sie ist ja noch ein junges Mädchen, eine junge Frau, Entschuldigung, aber für mich absolut Platz 2. Absolut. Schöne Frau einfach. Absolut. Sehr schöne Frau. Absolut. Absolut. Jetzt bin ich aber gespannt auf Ihren Platz. Ja, Sie sind ja Platz 1. Ach, ich bin ja Platz 1, ja. Ja, bei Platz 1 war ich so ein bisschen am Schwanken. Ja, zwischen? Ja. Zwischen der, die ich gerade genannt habe, natürlich, Beatrice Egli auf Platz 2. Ja. Ne? Und ich glaube, es wird Sie jetzt ein bisschen wundern, wer für mich auf Platz 1 landet. Und ich glaube, da sind wir auch nicht einer Meinung. Ja, Mama. Wir gehen vom Alter her noch wesentlich höher. Oh, Andrea Berg. Wir müssen Beatrice Egli verdoppeln. Und Andrea Berg, vielleicht von der Optik her nicht mein Fall, das muss ich zugeben. Aber wie die Frau mit dem Alter sich gehalten hat, ja, das ist einfach aller Ehren wert. Die hat einen Körper, das ist unglaublich. Ich muss mal ganz kurz googeln, tatsächlich muss ich das parallel mal machen, wie alt die ist. Die ist 55 Jahre alt. Da ist kein Gramm Fett. Sie wirkt jetzt aber auch nicht, als wenn sie operativ irgendwas bei sich machen würde. Da wird sie schon ein bisschen Botox hier und da wird schon da. Ja, ja, aber zumindest nichts Übertriebenes. Ne? Also es sieht alles noch relativ natürlich aus. Und was die mit 55 Jahren noch optisch auf die Bühne bringt, aller Ehren wert, wirklich. Mhm. Und deshalb für mich einfach mal, das ist jetzt nicht der Ehrenschönheitspreis, sondern es ist wirklich der verdiente Platz 1 für mich in dieser Hitliste. Mhm. Mhm. Okay, kann man machen, ja, warum nicht? Klar, Andrea Berg natürlich, natürlich eine gestandene Sängerin, eine Frau, der man ihre 56 Lenzen nicht wirklich ansieht. Sie ist auch eine zeitlose Schönheit natürlich. Absolut, ja. Aber trotzdem auch sehr, sehr geerdet. Nicht so glamourös, finde ich sie, muss ich ehrlich sagen, wie eine Helene Fischer. Eher so ein bisschen, sie wäre eher so die, für mich, wenn Helene Fischer in einem Bond-Film in das Casino schreiten würde mit Abendkleid und dick und tief ausgeschnitten, wäre das bei Helene Fischer eher, bei Andrea Berg eher in so einem deutschen Krimi, der in einem Casino spielt. So ein bisschen eine Spur da drunter, sowas. Ein bisschen altbackener. Altbackener, oh, schönes Wort. Ja, schönes Wort, lang nicht mehr benutzt, tatsächlich. Ja, tatsächlich schon, aber trotzdem, ich kann mich da nur wiederholen, 55 Jahre, die muss verdammt diszipliniert leben. Auch wirklich, sie kann auch den glamourösen Auftritt, das hat sie bei Fuhren Silbereisen auch wirklich bewiesen, mit Top-Kleidern und sie ist dann auch oft sehr nah am Wasser gebaut und dann singt sie ihre Lieder und die Fans gehen mit. Für mich Platz 1. Die schönste Schlagersängerin 2021. Ist Platz 1. Aber mal abwarten. Ist, ja. Für mich Platz 1. Naja, für sie Platz 1. Ja, bei mir gibt es keine große Überraschung. Ich hatte das ja schon angedeutet. Wir haben sie ja letztes Jahr schon gekürt. Und wir küren, ich zumindest küre sie auch dieses Jahr wieder. Ist natürlich Janice. Mhm. Janice einfach, sie hat mal als Model gearbeitet. Allein das sorgt ja schon dafür, dass da auch andere Leute wissen, was mit ihr ist. Sie ist groß, glaube ich, sehr, sehr groß. Gute Figur, hübsches Gesicht, sie kann sich gut bewegen, sie hat eine Ausstrahlung, Charisma und man kann, glaube ich, sagen, und da müssen wir uns nicht lange diskutieren, sie hat natürlich das gewisse Etwas, was sie vielleicht nicht zu einer Schlagersängerin macht, das weiß ich nicht, das müssen wir schauen, aber das muss man schauen, also ist jetzt nicht, das heißt jetzt nicht nein, aber... Naja, aber wäre halt schon essentiell für die Kategorie. Sie singt Schlager auf jeden Fall und sie ist natürlich dadurch, dass sie Schlager singt, natürlich auch mit Abstand Deutschlands hübscheste Schlagersängerin. Das ist natürlich ganz klar.
Ihr Lied Engel gegen Teufel ist auch ja durch die Decke gegangen so im Rahmen, muss man sagen. Also singen kann sie ja definitiv. Und ja, sie macht sich ja, also ich glaube, sie feiert diesen Titel auch, klar. Aber sie will natürlich nicht darauf reduziert werden, ganz, ganz klar. Ne? Machen wir zwar heute, aber will sie natürlich nicht. Schon länger. Schon länger. Darauf. Das muss man fairerweise sagen. Muss man fairerweise wirklich sagen. Ja. Aber ist ja nicht böse gemeint bei uns. Nein, absolut nicht. Und das ist ja auch ein Markenkern. Ja, ne? Natürlich gehört dazu auch Talent, was sie 2x2 hat. Hat sie auch. Ja, definitiv. Und das nicht zu knapp. Aber die Optik, ja gut, eine Helene Fischer geht auch nicht im Kartoffelsack auf die Bühne, sondern nein, die Optik spielt nein. immer eine Rolle, ganz klar. Natürlich. Immer eine Rolle und auch die ganzen internationalen Stars, wie sie damals ja. alle hießen, da irgendwie hier. Oder heute noch. Ariana Grande oder Rihanna oder damals Britney Spears, damals. Hat sich David Hasselhoff. Menschen zu nennen. Oder Elvis Presley auch, ne? Ja. Die konnten ja alle singen, aber die waren natürlich auch alle gut aussehen. Und das gehört natürlich Wolf auch zum, Zukowski. Das gehört natürlich auch zum Business dazu. Hm. Und man kann damit nicht alles ausgleichen, aber sie hat natürlich dadurch, durch diese Optik natürlich dann einen Vorteil. Jetzt mal ein bisschen gucken, wie machen wir denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Wie machen wir denn jetzt? Ja, also wir haben natürlich einen Namen beide genannt. Der war allerdings auf Platz 3. Das wäre ein bisschen doof da irgendwie, ne? Aber Helene hat auch schon so viel Aufmerksamkeit jetzt irgendwie durch Baby und so. Da können wir eigentlich nicht noch einen hinterher machen, oder? Ja, die Frage ist, also man will ja auch eine Künstlerin damit ehren. Ja. Das heißt, wir wollen ja auch Freude bringen in Schlagerhaushalte. Ja. Wird das den Helene Fischer im Moment interessieren? Nein. Nee, glaube ich auch. Hört die uns im Moment? Wahrscheinlich war doch in den langen Nächten. Das könnte schon sein. Das ist klar, natürlich. Aber ich glaube auch, dass Helene Fischer uns hört und denkt, boah, hört jetzt auf mit dem Titel. Ich habe da keinen Bock. Ich habe Augenringe. Ich muss zum dritten Mal stillen die Nacht. Ich habe da keinen Bock mehr drauf auf sowas. Ne? So. Ich kann mich im Spiegel nicht mehr sehen. Nehmen wir den Helene Fischer mal weg, ja. Vanessa Mai ist zu, finde ich, zu plakativ. Zu plakativ. Ja. Im Endeffekt, wir haben jetzt 4 Namen. Ja. Könnten Sie sich auf einen einigen von mir? Nee, aber wir könnten Deutschlands hübscheste Schlagersängerinnen 21 machen. Dann könnten wir Genies und Andrea Berg, muss man so ein bisschen verwurschen, dann hätten wir 2. Preisträger. Ja, das können wir machen. Oder der Podcast wird am Freitag veröffentlicht. Mhm. Ich stelle eine Abstimmung online und das Publikum entscheidet, Andrea Berg oder Genies. Andrea Berg oder Genies? Ja. Ja, das Publikum, Publikum entscheidet, hat ja... Das ist ja nun mal. Das Publikum entscheidet, die Amigos oder Genies, wer wird da gewinnen? Die Amigos natürlich. Also unser Facebook-Publikum wird wahrscheinlich eher die Amigos dann wählen. Ja. Da müssen wir anders. Ja, gut, aber so hätte ich Andrea Berg durchgedrückt. Also, ja, so hätte Andrea Berg durchgedrückt. Ja, das ist, wir machen es anders. Oder in 2 Kategorien. Über 5. Ü60. Nein, das ist jetzt wohl. Nein, Entschuldigung. Nee, oder wir machen Folgendes. Wir haben jetzt Andrea Berg und Genies. Aber wir haben ja unsere zahlreichen Zuhörer zu Hause, die den Podcast hören. Und die zahlreichen Zuhörer haben Zeit, uns eine E-Mail zu schreiben bis Freitag. Wie viel ist das? Der 17. Bis Freitag? Wollen wir dann 2 Wochen warten? Ja, der Podcast kommt ja, wann kommt denn der Podcast hier raus? Ach, am 7. Ich hab ja den Kalender hier nicht im Kopf. Alles gut, also die E-Mail sollte bitte kommen bis zum 14. Bis zum 13. Geht ja nicht anders. Genau. redaktion@schlagerfieber.de. Das ist ganz wichtig. Liebe Zuhörer, es ist ganz, ganz wichtig, entscheidend wichtig, dass wir hier mal ein Statement setzen. Also wir haben, Andrea Berg kennt ja, glaube ich, jeder, ne? Genies wäre Genies Official, ich buchstabiere, J wie Jens, E wie Emil, N wie Nordpol, I wie Ida, C wie Cäsar und E wie Emil, also Genize
und dann official, Englisch, O-F-F-I-C-I-A-L, Genies Official zusammengeschrieben auf Instagram. Hm. Und dann beide mal angucken, Andrea Berg und Genies, und dann einfach eine E-Mail schreiben. Und dann gucken wir, wer wo am meisten kommt für. Müssen wir dann zählen halt, ne? Genau, müssen wir zählen, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Das machen wir, haben wir Praktikanten für. Was mir ganz wichtig ist in der Sache, und ich weiß, wie solche Aktionen enden. Ich habe keinen Bock auf E-Mails. Nee, Maite Kelly ist viel schöner. Nein, Helene Fischer ist viel schöner. Wir sind die Experten, das Ding ist durch. Genau, das Ding ist jetzt durch. Da habe ich auch keinen Bock drauf, solche E-Mails noch zu sehen, dass wir dadurch Arbeit haben. Werden kommentarlos gelöscht. Und die Autoren werden in der nächsten Folge beleidigt von uns auch. Ja, die werden auch ignoriert. Die dürfen auch nicht mehr, genau. Dürfen die nicht mehr die halten dann keinen Zugriff mehr. Ja, das schneiden wir Spotify ab. Ja, genau. Genau so machen wir das. Punkt. Wir haben da schon Macht. Wollen wir nicht hören. Wir wollen wirklich, es langt auch wirklich eine E-Mail mit einem Namen einfach nur drin. Im Betreff. Also ein Hallo ist immer schön, aber wenn nur Andrea Berg da steht oder Genie, muss nicht sein. Langt uns vollkommen. Und bitte nicht cheaten. Bitte nicht wenn ihr cheatet, nicht von einem E-Mail-Account 100 Mal Genies schreiben. Das fällt auf. Ja, wenn dann ein paar Accounts registrieren schon. Das wollte ich Arbeit sagen. Machen. Aber das hatten wir auch schon. Von daher, das hatten wir alles. Ja, das ist. Also Redaktion at schlager4.de. Bitte innerhalb der nächsten 7 Tage, falls ihr das innerhalb der nächsten 6 Tage bis zum 13. Genau. Eine E-Mail schreiben. Und wenn es leicht dann ist, dann müssen wir uns nächste Woche noch einmal fetzen. Dann müssen wir uns irgendwie gucken. Da müssen wir uns aber fetzen, aber nur ein bisschen den Anreiz zu erhöhen. Sie hatten im Vorgespräch gesagt, es gibt auch einen Preis für den Gewinner. Ja, also für einen, es gibt, der mit abstimmt. Es gibt heute 2 Preise. Oh. Preis 1 ist, wenn einer von euch da draußen mitbekommen hat, was in der heutigen Ausgabe anders war als in den Ausgaben. In den Ausgaben der letzten 98 Wochen oder Ausgaben, dann 98, oder 97, dann bitte, richtig, ja. Dann bitte könnt ihr auch in der Redaktion der Schlager4.de schreiben, und es gibt auch einen Preis für einen, der eine E-Mail schreibt, und wir gucken mal, also eine CD auf jeden Fall, eine CD. Wir haben noch ganz viele CDs, Amigos hätten wir da im Angebot, oder Ben Zucker oder Maitek, wir einigen uns da, wir gucken erstmal, wer gewinnt, und einigen wir uns. Genau, vielleicht können wir doch mal nachfragen, was wäre denn lieber? Genau. Das kriegen wir dann schon hin, genau so ist es. Dann wäre es natürlich wichtig, wenn ihr das wollt, dann bitte Adresse mit reinschreiben. Da müssen wir nicht zu viele hin und her schreiben, wäre dann ideal. Ja. Gut, ich bin gespannt. Also ich glaube nicht, dass es unentschieden ausgeht, dafür sind da mal zu viele Zuschriften. Also das wäre ein ziemlicher Zufall, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Nee, das glaube ich auch nicht, aber kann ja alles sein, ne? Es wäre natürlich für uns, für die Aufmerksamkeit, so Richtung Clickbait viel besser gewesen, wir hätten Helene Fischer oder Andrea Berg genommen. Weil wenn das Battle gewesen wäre, wer ist die schönste Schlagersängerin in Deutschland, Helene Fischer oder Andrea Berg? Das E-Mail-Postfach hätten sie uns vollgemüllt. Ja, aber das ist ja dann auch so sehr klischeehaft. Natürlich so ist es das, natürlich. Aber das wäre, was die Aufmerksamkeit wäre fantastisch für uns gewesen. Aber darauf sind wir nicht aus. Aber komm, vielleicht bei der Umfrage, die wir auch noch dieses Jahr machen, mit nach den inneren Werten, ne? Da ist es vielleicht. Oder? Ja, vielleicht machen wir irgendwann mal Gesangstalent. Also nur mal so ganz abwegig. Ja, das ist abwegig. Das ist abwegig, ja. Ja, Entschuldigung, wir sind ja auch kein Schlager-Podcast. Genau. Rein Boulevard. Genau. Gut, dann würde ich sagen, die erste Folge 2022 haben wir fantastisch abgehandelt. Genau, und ab jetzt liefern wir auch jede Woche ab. Wir liefern jede Woche wirklich ab. Das sagen wir jede Woche, und dann müssen wir da 3 Wochen Pause. Wenn Pause ist, ist Pause. Wir haben alle Podcasts machen im Winter Pause, das ist ja ganz okay. So. Aber wir liefern, wenn wir live sind, liefern wir richtig auf den Punkt ab. Auf den Punkt. Und ich wage die Prognose, dass wir im Januar, diesen Januar, noch die 100. Folge leben. Genau, versuchen wir auch noch alles. Ich glaube, das war die 98. Ich glaube, da haben wir noch Luft für Pausen sogar. Ja. Das kriegen wir hin. Alles klar. Ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, Herr Vogel. Und, ich danke, Ihnen auch, Herr Kaiser. Danke für diesen netten Abend. Und ja, alles Gute, ne? Und ihr draußen auch. Ne? Bis dann. Genau. Und abstimmen. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.